Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir bauen gerade einen kleinen geschützten Innenhof, sodass wir auch mal Angreifer aus der Ferne bombardieren können. Kann ja nicht schaden. Vorher müssen wir trotzdem mit der Forschung durchkommen. Das wird noch lange genug dauern. Licht hier drin wäre auch eine Maßnahme. Aber momentan hängen wir so sehr mit Stahl hinterher. Dass es wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern wird. Ach nichts, ich glaube, Schiefer haben wir mehr als genug. Wir müssen nicht den Abfallhaufen putzen. Das ist vielleicht ein wenig übertrieben. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal so großflächig angelegt haben, aber hier haben wir auf jeden Fall den Platz dafür. Und irgendwelche Ressourcen muss man ja verhökern, also passt das, würde ich sagen. Die Forschung geht aber reichlich schnell voran. Wenigstens darum brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Okay. Du bist wach, ist immer ein guter Anfang. Jetzt kümmern wir uns um das Mistvieh. Wofür speichern? Das Risiko macht doch das Interessante aus. Und trotzdem bin ich immer noch so nervös, dass ich es hin und wieder tue. So.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, das habe ich mir gedacht. Wow. Ich habe eine neue Lieblingswaffe gefunden. Rein zufällig habe ich die auch noch in Händen. Ein nerviges viel weniger, um das wir uns Sorgen machen müssen. Ach, weil der, okay, weil der auf dem Ablageplatz lag. Genau, schön weit weg mit dem Fleisch. Wir kriegen Besuch von The Professor's Estate. Mhm. Mittelalter. Schauen wir mal. Vorerst stellen wir uns mit denen gut. Kann das daran liegen, dass sie eventuell ein bisschen zu früh wach ist? Ansonsten scheinen sich nämlich alle irgendwie
Ja, okay, ich hab's verstanden. Wenn man so ein Ding schleppt, rennt man nicht mehr allzu schnell. Wo ist das Ding jetzt gelandet? Ich wage mal zu bezweifeln, dass das jemand gekauft hat und eingesteckt haben wird, dass keiner von unseren Leuten. Weil kaufen haben wir noch nicht aktiviert. Das sind Slave Pistols. Ein Bug? Wäre durchaus möglich. Das wäre natürlich schade, weil das Ding war Kräutermedizin, 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 Kräutermedizin. Schön! Und sie waren begeistert. Wow, von minus 16 auf plus 24. Das ist mal nicht schlecht. Na, wir sind mit den Klimaanlagen noch nicht durch. Und so lange... Ja, und mit den Heizungen auch nicht. So lange setze ich noch keine Lampen dahin. Da gibt's kein Rechen. Ich mag diese Kanone. Sie braucht ein bisschen, aber... Wumm. Also so wie es aussieht, ist die Laserkanone tatsächlich verschwunden. Ärgerlich, aber kann man nicht ändern. Noch einer. Nee, nix mit Rache. Meine Kanone, die gebe ich nie wieder her. Timer vergessen zu starten. Egal. Schöne Kanone. Will mehr davon. Will die auf eine automatische Waffenplattform montieren. Schön, mit der Forschung sind wir schon ordentlich voran.
Wenn ich mir vorstelle, dass er sich damit den eigenen Fuß wegschießt, bei dem Wumms dann das Ding hat, könnten wir dann einen Evil Grin weniger haben. Dann lieber nicht. Dann lieber nicht. Ach, wie schön. Damit werden wir dann noch eine Menge Spaß haben. Tja, das wäre jetzt was, wo wir diese Minigun hervorragend in aller Seelenruhe hinschleppen könnten. Ja, und im Dunkeln gehen wir das Ding eh nicht an. Dann wird nämlich keiner treffen. Dann warten wir lieber noch das Momentchen, bis Tag ist. Und schießen die dann auseinander. Ach, wie schön. Geht uns direkt auch noch der Strom aus. Ausnahme von dir, weil... Nein, andersrum. Weil du brauchst mit einem Schwert gar nicht erst diesem Vieh diesen Viechern gegenübertreten. Das würde im Höchstfall in einer Katastrophe enden. Du musst dich ein kleines bisschen gedulden. Kommt hier hin. Ella kommt hier hin. Du, ja, musst mit der Waffe im Endeffekt ein bisschen näher ran. Du im Endeffekt.
Endeffekt auch. Leider. Ja, du bist freigestellt. Kommst du auf die Idee?
Okay, das ist schon mal das Vieh. Die sind alle hinüber. Ross geht's schlecht. Uff. Wie geht's dir körperlich? Ah, okay. Tod in 22 Stunden ist mal überhaupt nicht gut. Du bleibst kurz hier. Körper. Entschuldige, dass ich dich wecken muss für sowas, aber wir brauchen dein Schwert. Aufgabe: Zerlege Mechanoiden für Emma. Dafür schaffen wir einen Lagerplatz.
Gut, dass wir so viel Medizin eingekauft hatten. Musste hier mal ein bisschen die Prioritäten umsortieren. Ein Bartender. Wir erholen uns gerade von einem Piratenangriff. Ich baue mal darauf, dass die Geschütze damit fertig werden. Ja, die richten ein bisschen Schaden an den Feldern an, aber... Okay. Oh.
Ah, und da kommt Regen. Das nenne ich doch mal einen glücklichen Zufall. Okay, so viel dazu. Keine unmittelbare Gefahr, tot in 18 Stunden, tot in 10 Stunden. Oh, das kann ja schon mal gar nicht so schlecht. Tierpflege, ja. Kochen, weniger. Bauen muss bei uns jeder. Bergbau kann er ganz gut. Und handwerklich ist er wohl auch nicht ungeschickt. Schön. Aber momentan ist unsere wichtigste Aufgabe, alle Leute am Leben zu halten. Schieferblock, ja, das ist jetzt gerade total wichtig. Okay.
Okay, alle versorgt, alle werden überleben. Schon einer alle zerlegt? Ich bin nur ein bisschen überrascht. Ja, sieht so aus. Plaststahl. Reichlich sogar. So. Okay, dann könnten wir nicht irgendwann mal anfangen, Waffen zu reparieren. Sind nämlich einige gute dabei. Okay, seine Immunität scheint aber die Infektion zu überholen. Okay, jetzt haben wir Bauteile und Komponenten. Das war eine sehr actionreiche Folge. Da hatte ich so nicht mit gerechnet. Wo hätten wir denn Platz für den ein oder anderen Bauteiletisch? Okay, die Frage ist eher, hatten wir noch Zeit? Und zwar haben wir in dieser Folge keine Zeit mehr. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nicht hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!